Na, ihr pudelmützen Amos, seid ihr bereit für das Antwortvideo von Lord Gumgumpol zu Blazer Galerius Halloween Tag? Ja, natürlich ohne mich, ich bin hier nur der Dümpel vom Dienst. Während ihr euch das Video anschaut, bin ich natürlich draußen unterwegs und werde ein paar leckere Passanten aussaugen und am nächsten Morgen stinkend und mit Blut verschmiert auf irgendeiner Parkbank aufwachen. An dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß zu diesem kleinen, leckeren und total sinnlosen Halloween-Special. Also, viel Spaß! Hoho und herzlich willkommen Filmfans zu einem weihnachtlichen Video am 31. Oktober. Ja, ihr hört nicht, also ihr habt nicht falsch gehört, aber an dieser Stelle muss ich euch einfach aufklären. Ich wurde zwar schon vor ein paar Wochen vom guten HD Freak 1968 getaggt, allerdings hatte ich so gut wie gar keine Zeit, irgendein riesiges Ding hier aufzuziehen für Halloween. Halloween, was hier in Deutschland nebenbei läuft, wenn man Schokolade haben will, muss man sich tot suchen, die irgendwie aussieht wie Halloween-mäßige Skelette oder sowas. Oder allgemein Deko, das muss man sich alles im Internet bestellen. Über die Jahre hinweg wird es immer weniger, da Weihnachten wichtiger ist. Hoho. Und deswegen gibt es an dieser Stelle ein vorweihnachtliches Video. Ist das nicht geil? Ja, die ganzen anderen Fragen aus dem Tag beantworte ich lieber nicht. Die haben schon die anderen 20 Leute oder 30, 40 hier schon beantwortet. Ja, und deswegen natürlich bei dem Wetter bleibt man zu Hause. Die Zeiten, in denen man draußen rumgelaufen ist, meistens stockbesoffen, sind definitiv rum. Wir sind alle anständige Spießer. Mehr muss ich doch dazu auch nicht sagen. Ja, und es geht eigentlich nur um einen Film, und zwar um ein Remake. Schon wieder diese Remakes, oh meine Güte. Und der Einzige, der von diesem Remake schon mal gesprochen hatte, das war der gute DVD Madness 2010, unser Tom. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und das ist schon eine ganze Weile her. Eine ganze Weile. Ja, und dieser Film ist schon von 2012. Die Rede ist natürlich von Silent Night, dem Remake von Steven C. Miller, dem Regisseur von Under the Bed, Aggression Scale, Run for Blood etc. pp. Ja, und dieser Film fußt natürlich auf das Original von 1984 von Charles Céliére, wo damals unzählige Eltern auf die Straße gegangen sind, protestiert haben gegen diesen Film. Er muss verboten werden, er muss weg. Wie kann man nur Weihnachten benutzen für so einen blutigen Tünniff und so. Und dann überlege ich so, dass eigentlich vor gut über 10 Jahren eigentlich auch ein Film mit so einer ähnlichen Thematik rauskam oder der zumindest auch an Weihnachten gespielt hat, und das war natürlich Black Christmas oder besser bekannt den Titel Jesse Treppe in den Tod, der auch ein Remake bekam schon vor vielen Jahren. Und wenn ich diese beiden Remakes miteinander vergleichen würde, zieht Silent Night leider den kürzeren. Es liegt daran, dass der Film eigentlich keinerlei Atmosphäre aufbauen kann, denn das Setting ist Millionen Lichtjahre von Weihnachten entfernt. Wir haben keinen Schnee, wir haben kein gar nichts. Es kommt null Weihnachtsatmosphäre auf. Übrigens versprüht der Film zu großen Teil eher den Charme einer gut produzierten TV-Produktion. Das muss man einfach mal so sagen. Also was die ganze Lichtgestaltung, die ganze bildliche Arbeit angeht, ist der Film okay, mehr so auf TV-Produktionsstil, nie auf irgendwie Kinofilm-Look oder so getrimmt. Das muss man einfach so sagen, das kann man nachteilig sehen oder auch nicht. Und das Unglaubliche ist allerdings, dass für diesen Film wieder ein recht bekannter Cast gewonnen wurde. Einmal haben wir Jamie King, die kennen wir aus den Sin City-Filmen oder auch aus dem weitaus besseren Slasher-Remake My Bloody Valentine. Die spielt hier Aubrey. Sie hat auch sowas wie eine kleine Backstory. Ihr Mann ist vor einer Weile gestorben. Ho, ho, ho. Als ob das dem Film so großartig zuträglich ist.
Dann haben wir den großartigen Malcolm McDowell in einer Altersrolle, in einer altersbedingten Rolle. Irgendwann werden gewisse große Schauspieler, bekannte Namen oder so, werden in irgendwelche Schubladen gesteckt, sagt, hier, mach mal ein bisschen weniger, denk daran, wir geben dir gleich deine Blutdruck-Tablettchen, damit es dir wieder besser geht und deswegen hockst du die meiste Zeit nur rum oder stehst nur rum oder bist nur am Telefonieren. Ja, und das ist eigentlich die größte Aufgabe, die er als Sheriff Cooper in dem Film hat. Dann haben wir noch Brandon Fair, der spielt einen anderen Deputy, ist eigentlich obsolet für die Handlung, ihn kennen wir aus Roswell oder 13 Eerie und den guten Donald Logue, der quasi die Klischee-Abzieh-Version unseres Santa Killer spielt, und zwar Santa Jim, und Santa Jim ist definitiv nicht nüchtern in diesem Film. Wirklich nicht. Er ist nicht nüchtern. Muss ich an dieser Stelle nochmal definitiv auch sagen, er ist nicht nüchtern. Niemals, never, ever. Ja, und das war's eigentlich. Boah, das war echt nicht viel. Und muss ich jetzt noch was zur Handlung sagen? Eigentlich nicht. Irgendein Typ im Weihnachtsmannkostüm geht umher und meuchelt irgendwelche Menschen in einer Kleinstadt. Und es sind ja so viele Menschen verkleidet als Weihnachtsmänner in dieser Stadt unterwegs, dass die Polizei Probleme hat, überhaupt dem Killer Herr zu werden, der auch irgendwann zum Flammenwerfer greift, weil es ihm selber sowas von stinkt. Oder er meint, Leute, ihr wollt es ein bisschen warm haben, wir haben schon keinen Schnee, also bringe ich euch Feuer. Okay, das ist egal. Logik könnt ihr mal komplett vergessen. Der Film bietet ein paar recht unfreiwillig komische Szenen. Das sollen eigentlich teilweise die brutale Momente sein. Aber die driften dann teilweise so in die Fansblätter-Region ab, dass, yeah, das war dann, zumindest in einigen Szenen konnte man sich richtig gut amüsieren. Vor allem über die Blödheit des Scripts, die Blödheit eigentlich fast aller Charaktere. Dieses, wir tun hier so, als wäre das richtig atmosphärisch aufgeladen, als wäre das mega brutal. Der Film bietet schon auf jeden Fall für die Gorehounds einige recht ruppige, derbe Kills, die das Original auch zitieren. Man hat sich natürlich auch Fargo zum Vorbild genommen, aus welchem Grund auch immer. Zwischen diesem Film und Fargo liegen Jahre, aber auch Welten. Ja, na gut, vielleicht hätte man die Charaktere so anlegen sollen wie in Fargo. dann hätte ich gesagt, ja, das ist eine Slasher-Komödie. Und dieser Film hier ist ein Slasher, der eigentlich alle Klischees beinhaltet, der eine stetig dahinfallende Spannungskurve hat und der dem Zuschauer eigentlich nichts Neues bietet. Außer Slasher, Allesgucker werden definitiv auf ihre Kosten kommen. Genauso wie Freunde von wirklich relativ brutalen Effekten, die hier so eine Mischung aus Handmade und CGI sind, werden sicherlich ihren Spaß dran haben. Mehr allerdings auch nicht. Daher komme ich eigentlich schon zur Wertung. Silent Night bekommt gute, souveräne, ganz netterweise 5 von 10 Punkte. Der Film hat immer wieder so einen Moment gehabt, so, oh nee. Und hatte wieder einen Moment gehabt, oh ja. Und dann wieder, oh nee. Und das ging das ging fast 89 Minuten so, die ganze Zeit übrigens. Übrigens, die FSK ist mit dem Film nicht warm geworden. Und daher gibt es den Film dann einmal, wenn er erscheint, in einer FSK 18 Version und in einer Uncut-Version mit einer leichten Spiel-JK. Rausbringen wird das Ganze übrigens Perrault et les Fous, die sich langsam wirklich auf etwas derbere Genre-Kost versteifen. Und wer Bock auf den Film hat, kann ihn sich auf jeden Fall zulegen. Also es ist kein schlechter Film, aber es ist kein guter Film. Also wie ich schon gesagt habe, oder wie ich ihn bewertet habe, man kann ihn definitiv im Mittelteil ansiedeln. Es ist aber auch ein Film, der komplett an einem vorbeigehen könnte. Aber es passt irgendwie. Wir haben bald Weihnachten. Hohoho. Und heute ist Halloween. Ja, an dieser Stelle wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch ein schönes Happy, Happy Halloween. Und ich hoffe, euch hat trotzdem diese eher weihnachtlich angehauchte Kritik zu Silent Night gefallen. Ich möchte dem Ganzen eigentlich nicht mehr beifügen. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß. Und ja, seid immer anständig und artig, sonst gibt's Süßes oder Saures. Tschüss, euer Chris.